Hi Leute, hier ist euer Marcel. Doch was ist das? Ein ungewöhnlicher Bildschirm im Hintergrund. Man sieht einen Mauszeiger. Und hier oben steht es: Factorio. Ja, ein lieber YouTube-Kollege meinte doch letztens zu mir: Hey, warum machst du denn nicht mal was anderes zwischendurch? Ich habe zwar mir schon ein anderes Projekt rausgesucht, was ich machen will. Ein größeres Projekt wird das aber auch werden. Nicht ganz so groß wie Fallout, aber ein etwas dezent größeres. Aber das möchte ich noch nicht jetzt anfangen, weil das wäre sonst zu viel mit Fallout. Da ich auch durch meine Arbeit ein bisschen eingeschränkt bin. Nicht. Genau. Aber dieses kleine Projekt hier, das habe ich mir schon mal erwähnt, könnte ich ja machen. Und daher, groß ohne große Umschweifungen, Factorio. Nehmen wir heute mal eine Folge auf. Moment. Audio. Nicht ganz so laut. Zurück. Wir spielen erstmal mit euch, spiele ich jetzt erstmal die Kampagne. Base, erste Schritte. Wir fangen an mit Level 1. So, da wären wir. Das hier sind wir. Die Rettungskapsel hat mein Leben gerettet. Ich befürchte, die anderen hatten nicht so viel Glück. Ziel. Dieses Fenster wird immer die aktuelle Ziel und Aufgaben anzeigen. Oh, ups, jetzt war ich zu schnell. Ja. Prüfen Sie etwas Sinnvolles im Wrack finden. Ja, wir haben Eisenplatten. Escape. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwas finden. Ja, wir drücken E. Ja, das war ja also Baupläne. Das sehen wir hier. Objekte herstellen. So. Wir stellen jetzt uns eine Spitzhacke her. Entschuldigung. So. Für die Spitzhacke benötigen wir Eisenstange. Eine Eisenstange hätte ich zuerst herstellen. Und dann die Spitzhacke, aber so stellt er erst die Eisenstange Spitzhacke. Also er macht es automatisch. So, zack. Und schon haben wir die in unserem Inventar. Sehr gut. Jetzt, ja, haben wir ein Werkzeug. Das sieht wie Eisenerz aus. Eisenerz. Dann machst du noch ein Jagdbild, das erscheint nützliche Informationen. 4 Eisenerz. Machen wir doch mal. Geht jetzt auch etwas, geht auch recht zügig, da wir eine Spitzhacke haben. 2, 3 und 4. Ich brauche aber lieber ein bisschen mehr. Weil ich mag lieber einen kleinen Vorrat zu haben. So, oh, und eins noch. Komm. 10. So, natürlich die E. So, ein Ofen kostet Steine. Müssen wir auch noch abbauen. Dann machen wir noch schnell ein paar Steine ab. Und auch hier baue ich direkt einen kleinen Vorrat ab. Man kann nie genug haben. So. Jetzt können wir einen Ofen auf jeden Fall machen. Zack. Der ist jetzt hier unten in unserer Liste. Und jetzt können wir den auswählen. So, ich platziere den hier. So. So, der braucht was zum Verbrennen. Ich kann jetzt zwar die Eisen schon reingeben, aber der braucht Brennstoff, wie Holz oder Kohle. Kohle ist aber besser und da wir einen haben, so bauen wir mal schnell. Bauen wir mal ein wenig Kohle ab. Wir können zwar auch Holz benutzen, aber Kohle ist effektiver und brennt länger. Auch hier legen wir jetzt erstmal einen Vorrat an. Macht er uns Eisenplatten. In der Zeit, wo der werkelt, stelle ich mir schon mal eine neue Spitzhacke her.
und hol die verarbeiten. Also klar, was wir dürfen, das meiste gleich. Ich baue jetzt erstmal hier noch ein bisschen was ab. Damit ich direkt wieder nachfüllen kann. Dann der Zeit, der arbeitet ja da, es dauert, bis die alle fertig sind. Ja, also das ist halt Factory, ne? Hier steht dieses kleine Männchen hier. Und ihr findet halt Ressourcen, Steine, Kohle, Eisenerz, Holz ist auch eine Ressource. Hier haben wir Wasser, hier haben wir Fels, Steinfelsen, die können wir nicht wegmachen. So, Eisenplatten. Achso, er sagt, ich bin ziemlich müde, wir können abbauen. Und jetzt sollen wir einen befeuerten Erzbeförderer. Ja, bauen. Und dafür brauchen wir auch einen Ofen, weil er muss ja befeuert werden. Also, zack. Bauen wir den mal. So. Auf ein Feld mit Ressourcen. Ach, Quatsch. So. Wir brauchen aber auch etwas, um befeuert zu werden. Folgendes. So, ich habe jetzt erstmal 5 Kohle. Die packe ich jetzt mal rein. So. Es funktioniert, es funktioniert. Ja. Da haben wir Eisen. Ja. Aber ich habe keine Lust. Das ist ständig so. Das müsste. Ja, es funktioniert. Also, der Erzbeförderer feuert der Erzförderer, baut jetzt automatisch Eisen ab. Und da ich den Ofen hier platziert habe, wird er das automatisch in den Ofen packen. Ja, der will, dass wir noch eine Holzkiste erstellen. Den Quatsch machen wir jetzt nicht. Ich mache jetzt Folgendes. Das will ich jetzt kurz zeigen, weil ich kenne das Spiel ja schon. Das ist jetzt nicht blind oder so. Also sagen wir es mal so, es ist nicht 100%, aber ich kenne den Anfang. So, natürlich will ich jetzt noch einen befeuerten Erzbeförderer. Befeuerter Erzförderer, so. Du kommst dahin. Ich mach mal 2 Bäume weg. Dann stelle ich eine Kiste her. Ja, nein, die stelle ich dahin. So, die stellen wir hier hin. Was ich jetzt mache, mache ich nur einmal. Damit der mir Kohle ranpowert. Nimm die Gegenstände aus dem Ofen. Heute habe ich einiges gelernt. Ich sollte herumgehen und diesen merkwürdigen Ort ein wenig erkunden. 5 Minuten haben wir gebraucht. Wir machen noch das nächste Level. So. Sehr schön. Das sieht aus wie eine verlassene Bergbaustelle. Das sieht so aus. Frage mich, wofür wohl die Knickarmroboter gut ist. Diese Maschine hat ihren Brennstoff verbraucht. Ja. Hier haben wir automatische Erzfeuerer. Wir haben Fließbänder, wir haben Knickarmroboter. So, der steht erstmal verkehrt rum, den müssen wir gleich mal ausrichten. So, wir sammeln hier jetzt Kohle. Packen wir da rein. Ja. Ja, das will ich jetzt erklären. So, jetzt arbeitet der. Der hebt jetzt die Kohle runter und lagert sie direkt ein. So, was haben wir hier? Der steht verkehrt rum. Der soll uns das da reinmachen. Zack. Automatisiert. Diese 2 hier bauen Eisen ab und diese 2 hier Kohle. Hier oben haben wir noch einen Rohstoff. Nämlich Kupfer. Die Holzkiste haben möglicherweise drin. Oh ja. Und Pistole, die können wir ja gerade vor. 10 Kugeln. Noch ein Knickarmroboter. Fließbänder. Ja, bin ich noch gerade. Oh, wir wurden angegriffen von Aliens. Das ist nicht so schön. Ja, das habe ich alles schon längst gemacht. Also, Folgendes. Wir können
kann mich schon nerven. Wir haben jetzt eine Waffe, weil wir hier auf einem fremden Planeten sind. Aliens können uns töten. Unsere Energie lädt sich langsam wieder auf. So, ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit. Die Knickarm-Roboter ermöglichen es, dass eine Ressource von einem Ort zu einem anderen gelangt. In diesem Fall jetzt zum Beispiel gelangen die Ressourcen aus den befeuerten Erzförderern auf das Fließband, vom Fließband aus hier rüber, und der Knickarm-Roboter packt es in die Kiste. Zack, mit Kohle, ganz viel. So. Hier sieht man den roten Balken, das heißt, der arbeitet gerade nicht, weil das Fließband voll ist. Der Knickarm-Roboter packt nämlich immer nur eine gewisse Menge an Rohstoffen hinein. Wir können unbegrenzt wir können das bis oben hin voll machen. Der Knickarm-Roboter nicht. Wir müssen immer darauf achten aktuell, weil wir halt noch Brennstoff benutzen für unsere Förderer. Dass wir die immer gut gefüllt haben. Das ist im Grunde genommen der Anfang. Also wir müssen Ressourcen abbauen und diese benutzen wir, um Gegenstände herzustellen. Eisenplatten sind am Anfang absolut wichtig. Man braucht sie, um Werkzeuge herzustellen, wie ihr hier seht, um Zahnräder herzustellen, aus denen man dann auch Fließbänder macht. Fließbänder erlauben es einen, unglaublich große Gebiete zu bewirtschaften und zu bearbeiten. Zum Beispiel, er sagte hier, ich soll 4 befeuerte Erzförderer bauen. Gut. Was brauche ich dafür? Ich brauche dafür einen Schmelzofen, 3 Eisenplatten, 3 Zahnräder. Die Zahnräder baue ich automatisch. Die habe ich. Einen Ofen habe ich nicht. Ich habe keine Steine. Also, was ist der nächste logische Schritt? Korrekt, wir müssen jetzt erstmal mit der Hand was abbauen. Stein! Wir brauchen 5 Steine für einen Schmelzofen. Er will, ja, dass ich 5 Schmelzöfen und 10 befeuerte Erzförderer habe. Folgendes. Die muss ich parallel haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Ofen baue und dann einen Erzförderer, habe ich keinen Schmelzofen mehr, sondern einen Erzförderer mehr. Deshalb bauen wir uns jetzt erstmal hier einen großen Steinvorrat ab. Weil wir brauchen jetzt gleich einfach, und ich habe keine Lust hier 20 Mal hinzurennen. Und Steine braucht man dann später nicht mehr ganz viele. So, bei 35 denke ich, habe ich genug Steine. 334 und 35. Mache ich erstmal so, und ihr seht, das reicht nicht. Ich habe nicht genug Steine. Ich muss noch Steine abbauen. Ich frage mich, warum? Ich brauche doch nur, aber guck mal, ich habe 7 Öfen. Ich brauche aber wie viele? 6, 8, 9, 10 Öfen. 2 Öfen noch. Na komm schon. Oh, ich werde angegriffen, und da greift mich der nächste an. So. Dann bauen wir jetzt erstmal die Öfen hier fertig. Zur Hölle ist denn das? So, da können wir noch ein bisschen was. So, Eisen, wie ihr merkt, haben wir ja jetzt erstmal genug. Die hätten wir alle auf einmal bauen können. Naja. Wie ist das für dich? Hilfe. So. Das ist erstmal einer. Folgendes, der steht ja jetzt ganz hier oben. Kein Problem.
Bänder nach unten. Und damit kommt das auch schon zu uns. Wir brauchen gar nicht mehr weit laufen. Aber wie schaffen wir es, dass die Kohle zu dem da hochkommt? Kein Problem. Das kriegen wir auch noch geregelt. Ich wüsste mal gerne, warum das Spiel so rumlaggt gerade. Ah. Fließbänder. Ich brauche noch viel mehr. Und das werdet ihr auch noch merken. Ihr werdet alle viel mehr Fließbänder brauchen. So. Der soll mir jetzt Kohle da hochpacken. Warum mache ich das? Nun aus einem guten Grund. Jetzt fördert ja die Kohle schon mal hier hoch. Das ist doch schon mal ganz wichtig. Mit der Kohle da oben kann ich zum Beispiel, so, baue ich mir einen Kniedarmroboter. Machen wir 5 Fließbänder. Zack. Und schon haben wir das Ganze gelöst. Der kriegt einen großen Vorrat, das packt er jetzt da rein und dann fängt er an zu arbeiten und befördert mir das Feuererz hier runter. Und somit haben wir uns auch schon eine wichtige Sache für Factorio gelernt. Wir haben uns den Produktionsweg extremst vereinfacht. Jetzt gilt es das Ganze auch optimieren. So, hier haben wir, wie wir sehen, schon einige Probleme. Das hier, das ist eine Sache, die finde ich kacke. Habe ich mir gerade festgestellt. So. So. Jetzt passt genau auf, was der liebe Onkel Marcel hier macht. Weg. Und jetzt habe ich eigentlich den Prozess hier nochmal vereinfacht. So, 24 da, 24 da, die Person hier. Und 32 da. Und jetzt erstmal fördern die jetzt wesentlich mehr. Weil die fördern jetzt nur für die Kiste. Und der fördert jetzt nur für hier oben. Damit haben wir das Ganze schon mal hier um einiges erleichtert. So, was können wir noch machen? Ganz einfach. Kohle ist im Moment unser Hauptbrennstoff. Also. Warum machen wir das nicht so? Jetzt wird das Fließband erstmal, das ist ganz wichtig, jetzt richtig ausgelastet. Es wird jetzt von zwei Seiten Kohle geliefert. Und es sind 4 Förderer, die Kohle liefern. Was eine absolute Optimierung des Ganzen ist. So. Dann will das ganze System ja auch noch weiter bearbeitet werden. Wir mal unseren nächsten Ofen. Dieser Ofen will beliefert werden mit mit Erz und mit Kohle. Krapfen wir aus der Kiste.
Geister. Dafür brauchen wir noch einen Grappi. So, jetzt haben wir hier erstmal... So, auf der F-Taste übrigens, da könnt ihr aufheben, die Rohstoffe. Das habe ich jetzt gerade mal gemacht. Damit ich... So, da war's. Da war's. Und jetzt legt er mir die Kohle da drauf. Und zack. Und jetzt packe ich noch automatisch ein bisschen was rein. So, und jetzt haben wir hier eine Produktion von Kupferplatten. Das ist aktuell noch nicht so wichtig. Kupferplatten sind jetzt nicht das Nonplusultra, was wir jetzt sofort brauchen. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Wir müssen sowieso noch zwei Erzförderer bauen. Die baue ich jetzt auch. Und dann optimiere ich das System hier. So. Du, ja, du kommst jetzt erstmal weg. Du kommst jetzt... Das so am Laggen. So. So, da kommen jetzt gleich 5 neue Fließbänder raus. Also okay, im ganzen 10. Und dann lassen wir das Ganze schön so hier hochlaufen. E. Und das läuft dann in einer eleganten Kurve hier hin. Jetzt brauche ich... Genau. Warum mache ich 2? Na gut, 2 ist besser. So, doppelt hält besser. Wunderbar. Somit haben wir jetzt unsere Produktion hier so einigermaßen am Laufen. So, ihr seht, die Knickarmroboter, die arbeiten auch nicht, wenn sie nicht müssen. Später, wenn wir das Ganze mit Strom am Laufen haben, brauchen wir zum Beispiel sowas hin. Jetzt schaufelt der mir natürlich hier schön die Kiste voll. Was natürlich sehr gut für uns ist. Es freut uns, dass er die Kiste voll schaufelt. Aber wir brauchen ja auch später hier unten noch mehr Kohle. Also was ist da nicht sinniger, als wie mit noch mehr Knickarmrobotern im Moment zu arbeiten. Später, wenn ihr das Ganze mal mit elektrischen Förderern baut, die auch noch kommen werden, ist das Ganze ja nochmal eine ganze Nummer anders. So, was merken wir jetzt zum Beispiel hier? Die zwei Öfen hier sind voll ausgelastet. Also die 4 Erzförderer können ohne Probleme noch einen weiteren Ofen befüllen. Das war leicht Bullshit. So, der bekommt jetzt auch ein bisschen Brennstoff und dann bekommst du noch ein bisschen Brennstoff. Und schon läuft hier der Hase wieder. So, wir nehmen uns das nochmal mit. Ein bisschen Kohle. Aber wie wir sehen, das läuft weiterhin extrem rund. Darum verlängern wir das Fließband nochmal um 1. Bauen uns einen weiteren Knickarmroboter, den wir jetzt hier aufstellen werden. Hier aufstellen werden. So.
Und jetzt. Und jetzt haben wir natürlich schon gute Vorarbeit geleistet, wie ihr seht. So, das sind die Ressourcen, die wir jetzt uns anschaffen sollen. Das ist ja jetzt gar kein Problem, hallo? Kohle wird automatisch abgebaut. Bitte, was? Wie viele? 50? Lächerlich. Kohle 75? Lächerlich. Die haben wir so schnell zusammen. Lalalala. Kohle, Kohle, Kohle. Haben wir. So, die Eisenplatten. Die könnten jetzt eine Weile dauern. Das ist jetzt eine Sache, die etwas dauern wird. Das wird die Eisenplatten zu machen. Also wir haben die Kohle, wir haben die Kupferplatten, weil wir schon gute Vorarbeit geleistet haben, um die Produktion ans Laufen zu haben. Wie ihr seht, also wenn die Produktion einmal richtig am Laufen ist, hat man keinen Stress und keine Probleme. Wir haben aktuell auch einen guten Output hier. 4 Erzförderer fördern uns 4 Eisenerz raus. Für den Anfang ist das, was wir hier haben, nicht schlecht. Also, wir können jetzt eigentlich theoretisch sagen, wunderbar. Das läuft ja so super hier. Ne? Ich will noch mehr Förderer haben. Ich will einen automatischen Steinförderer haben. Könnt ihr jetzt. Oh! Na, den haben wir noch früh genug gesehen, zu unserem Glück. So, bauen wir mal das hier ab. Haben wir ein bisschen Holz. Oh, da schreit einer nach Treibstoff. Klar, sollst du haben. Sollst du haben. So, jetzt haben wir schon über 100 Eisenplatten. 150 sind jetzt gar nicht mehr so weit weg. Zeit und das hat sich erledigt. Ich denke, das ist alles, was ich brauche. Und damit haben wir, denke ich, auch das hier jetzt geschafft. Ja, es ist Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Also wie ihr seht, wir haben hier schon eine kleine Produktionslinie. Das heißt, 13 Minuten dauert, wir haben eine kleine Rechnung. So, das soll es jetzt erstmal. Es gibt ja nur. Ihr seht ja hier Level 1, Level 2, Level 3. Ich habe euch ja schon was von Elektrizität erzählt. Und das ist der nächste logische Schritt. Nach Befeuerung mit Brennstoffen jeder einzelnen Maschine ist es natürlich sinnvoll, Elektrizität einzusetzen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werde ich mit euch die ersten Schritte Level 3 machen. Auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, ne, wir hatten alle viel Spaß bei der kleinen Einführung hier in Factorio. Ein Mini-Projekt, was ich jetzt nur mal so zwischendurch mal raushauen werde. Also auf jeden Fall werde ich jeden Tag Fallout weiter hochladen. Es kann sein, dass ich mal einfach mal ein Factorio-Video rausschmeiße, einfach so euch mal vor den Latz knalle, so BANG! Hier ist es. Und dann kommt vielleicht erstmal nichts mehr von Factorio. Weil das ist, ich persönlich, ich mag Fallout im Moment ja mit euch spielen. Auch selber. Ich muss gucken, dass ich das Add-on mal ans Laufen kriege. Das erste jetzt. Ja, ihr wisst noch nicht das, was alles noch auf euch zukommt. Also spoiler ich hier gerade ja wohl. Ja, und spiele mittlerweile privat halt New Vegas. Habt ja mal kurzzeitig auch kurz mal gestreamt. Dann durch meine Arbeit bin ich halt auch ein bisschen verhindert. Und dann habe ich ja noch mein Schnuffi, was hier auf meinem Bett liegt und munter vor sich hinschnarchen tut. Ach nein, jetzt macht die Kleine die Augen auf. Hört, dass ich mit ihr spreche. Und ja. Wie gesagt, das ist ja auch nur ein Hobby, ist ja auch nur Freizeit, ne? Ist ja kein Ding, womit ich mein Geld verdiene. Sonst würde ich euch hier aller Kronk
Oder Sarazar oder Pizmeat oder Commander Krieger oder Herr DK oder weiß der. Oh gut, Herr DK macht im Moment nicht sehr viel. Aber dann würde ich euch aller großer Let's Player jeden Tag drei, vier Videos um die Ohren hauen. Wenn ich die Zeit hätte. Wenn das mein Beruf wäre, wenn ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen würde, dann würde ich euch sogar jeden Tag 10 Videos um die Ohren hauen. 10 verschiedene. Dann würde ich mir auch die Zeit nehmen, um mehrere Projekte gleichzeitig laufen zu lassen. Darum, wie gesagt, seht dies hier nicht als, ich sag mal, seht das hier nur als, ich habe mal Lust auf das Spiel und dann nehme ich einfach mal mit auf. Seht das als dieses Projekt an, dass ich einfach nur ein, ich habe mal Lust drauf Projekt. Das kann sein, dass ich hier von, weil ich weiß gar nicht, wie weit das geht, was man da alles noch machen kann. Ich kann es euch nicht genau sagen, weil ich es selber noch nicht so weit gespielt habe. Also es ist langwieriges. Ja, ich rede auch jetzt sehr viel wieder, tut mir auch leid. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mehr Vlogger wie Let's Player. auf jeden Fall, was ich halt sagen will, ich Faden verloren. Wo ist der rote Faden? Da ist er wieder. Ich habe ja nur eine begrenzte Freizeit. Ich würde richtig gerne mit euch schon andere Projekte starten, neben Fallout 3. Weil ich glaube, das würde euch interessieren, was ich mir da ausgesucht habe, was ich machen will. Weil ich da noch nichts, weil ich glaube, das haben noch keiner so viel jetzt gemacht. Hoffe ich zumindest, dass dieses Spiel noch nicht von so vielen gezockt wurde. Dann möchte ich auch mal andere Sachen ausprobieren, neben dem Let's Playen. Ja, bin ich am Überlegen, mir nochmal eine kleine Kamera anzuschaffen und vielleicht ein paar Vlogs zu machen. Oder Reviews. Mal gucken, wozu ich mich inspiriert fühle. Ob jemand es schafft, mich zu inspirieren. Was auch immer kommen mag. Weil es geht mir nicht um, dass ich nur Let's Plays machen will. Sondern ich mache alles gerne. Ich mache gerne das Video, ich rede gerne mit euch, ich kommuniziere gerne hier drüber mit euch und hab meinen Spaß dabei. Ob es nun Let's Plays sind, ob ich mich hier vor der Kamera setze, eine DVD in die Kamera halte, ein paar Filmausschnitte zeige und eine Filmkritik abgebe oder sowas. Oder was und halt ein Review mache hier. Oder ob ich mir eine Kamera hole, mit euch und mit meinem Hund durch die Gegend laufe und einen Gassi-Geh-Vlog mache oder sowas. So. Was weiß der Geier oder weiß er nicht? Und wenn ich mir Meerschweinchen wiederhole und Meerschweinchen-Videos mache und ich weiß, da werden jetzt böse Stimmen ganz viel schreien wahrscheinlich, aber es macht mir Spaß und er hat mich dazu eben inspiriert, dieser große YouTuber. Und ich mache das, wozu ich halt Lust habe und wozu ich mich inspiriert fühle. Genauso wie jetzt Victorio. Let's Plays werden immer ein Grundbestand meines Kanals bleiben. Definitiv. Weil Games interessieren mich eben am meisten. Wie gesagt, das war es heute eigentlich auch mit diesem Victorio-Folge. Ich weiß nicht, wann ich die nächste mache. Vielleicht nehme ich auch jetzt gleich direkt im Anschluss noch eine auf. Aber vielleicht haue ich mich auch einfach mal hin. Es sind ja nur 1 Uhr nachts. Ja. Ich nehme zu unmöglichen Zeiten auf. Ansonsten, was könnte ich noch sagen? Ja, was könnte ich noch sagen? Dies ist halt kein Lückenfüller-Projekt, weil ich eine Fallout 3 Pause mache. Und vielleicht sehen wir uns ich nenne dieses Video nicht Let's Play Factorio. Ich hätte auch nicht einleiten sollen mit Willkommen zu Let's Play Victorio, fällt mir dann gerade ein, sondern ich nenne dieses Video, ich hatte gerade Bock drauf. Und wisst ihr was, das werde ich jetzt öfters machen. Das gefällt mir. Also wenn ich jetzt mal ein Spiel spiele, werde ich jetzt öfters einfach mal einschalten. Ich nenne es dann, wie nenne ich das ganze Projekt? Let's Play private Spiele. Einfach random oder random Games. Und wo jede Folge mal was anderes enthält. Jetzt habe ich euch mal was hier gezeigt. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Mission 3, wo ich euch noch ja, das mit der Elektrizität erkläre. Vielleicht sehe ich aber auch in der nächsten Folge einfach nur, seht ihr mich auf einmal durch einen Ego-Shooter ballern oder
ein Aufbaustrategiespiel spielen oder was auch immer. Das müssen wir sehen. Ich habe nämlich, ich habe diese Idee, schießt mir gerade so durch den Kopf. Spiele irgendein Spiel und nimm es einfach auf und kommentiere es. Mache keine Let's Play-Serie, sondern mache ein Let's, wozu ich Lust habe. Let's Play, was ich möchte gerade. Das könnte interessant werden. Ich glaube, das hat noch keiner einfach so vor mir gemacht. Also, wie gesagt, dann werden wir mal uns in der nächsten Folge von was auch immer kommen wird sehen. Ich bin euer Marcel. Bitte vergesst das Kommentieren und Bewerten nicht. Und ihr dürft mir gerne was vorschlagen. Ich werde mal demnächst vielleicht ein kleines Video machen, wo ich meine Spiele vorstelle, die ich so habe. Und wenn ich die aktuell auf dem Rechner habe, dann können wir ja zusammen mal ein bisschen zocken. Das ist doch eine gute Idee, Leute. Oder wie seht ihr das? Aber dann wundert euch nicht, wenn ich mitten in einem Spiel anfange. Mittendrin und nicht am Anfang. Also mir gefällt die Idee persönlich gerade sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge von was auch immer kommen wird oder bei Fallout 3. Ich bin euer Marcel und bis denn.